Hi. Nein, also wenn dann schon ein richtiger Anfang. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu meinem nächsten Vlog. Mein Name ist Yaricho und ihr findet euch auf meinem Kanal wieder und wollt jetzt wahrscheinlich ein paar Infos haben. Die erste wichtige Info: Ihr könnt mich sehen. Ja, ich habe tatsächlich mich dazu durchgerungen, einen Vlog mit Facecam aufzunehmen. Ich sehe heute aus wie der letzte Waldschrat, dementsprechend. Ich brauche einen ziemlich ruhigen Kopf, oh mein Gott. Ah, ich bin ja aufgeregt. Ja. Ich habe mir, wie immer, wenn ich Vlogs mache, ein paar Themen zurechtgelegt. Die Vögel klopfen an mein Fenster. Und werde euch die jetzt einmal zu Gemüte führen. Das erste große Thema, über das ich gerne sprechen möchte, ist, wie euch vielleicht aufgefallen ist, die Tatsache, dass meine Thief-Reihe, also zu Thief 4, abgeschlossen ist. Ich habe den 52. Part hochgeladen, das ist der letzte Part. Den habe ich entsprechend der Tatsache, dass ich das Gameplay jetzt am Ende nicht nochmal unterbrechen wollte. Dementsprechend ist er halt 44 Minuten, glaube ich, oder so lang geworden. Und ich habe ja am Ende dann auch festgestellt, dass ich das Spiel durchaus auch noch weiter zocken kann. Also es ist noch nicht vorbei. Was ich jetzt allerdings entschieden habe, ist, dass ich die nächsten Teile, die nächsten Teile, die ich von Thief jetzt aufnehmen werde, dass ich die nicht mehr auf YouTube hochstellen werde. Also ich werde es auf jeden Fall noch als Let's Play machen, aber ich werde es nicht mehr in 15 bis 20 Minuten Parts aufnehmen und hochladen, sondern ich werde das als Livestream machen. Ich habe auch einen Twitch-Account, wie vielleicht so ein paar von euch schon bekannt ist, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall in meiner Kanalbeschreibung meinen Twitch-Account auch verlinkt. Ihr könnt dem also gerne folgen, wenn ihr möchtet. Und demnächst werden dann, wenn ich mich endlich da eingearbeitet habe und weiß, wie Streams funktionieren, werde ich dann auch die ersten Thief-Streams machen. Weil ich mir sicher bin, dass es mega langweilig wird, wenn ich 15 bis 20 Minuten einfach nur durch die Stadt gurke und nach irgendwelchen Aufträgen suche. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich interessanter für euch, wenn ich das Ganze so gestalte, dass ich es als Livestream mache. Tisch wackelt, lala. Durch die Tatsache, dass Thief jetzt vorbei ist, habe ich wieder Platz für andere Projekte. Ich hatte ja gesagt, dass ich durch das Minecraft-Projekt nicht mehr so viel dazu packen kann und habe auch gesagt, dass ich einige Projekte pausieren möchte. Perfect World hatte ich, glaube ich, gar nicht genannt. Ich glaube, Perfect World sollte sowieso weitergehen. Ich hatte dann aber festgestellt, dass ich Probleme damit habe, auf meinen Account zuzugreifen. Dementsprechend hat das Ganze ein bisschen länger gedauert. Jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, auf den Account zuzugreifen und auch wieder mit meinen Charakteren aufzunehmen. Dementsprechend die Eclipse-Reihe, die ich gestartet hatte, irgendwann im Dezember letzten Jahres, kann jetzt weitergehen. Ich habe im Dezember 3 Parts aufgenommen, habe aber nur 2 hochgeladen. Und den dritten Part habe ich jetzt heute hochgeladen. Heute ist Dienstag, der 17., glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich heute den Part hochgeladen und ab heute kann es dann auch weitergehen mit Aufnahmen von Perfect World. Dementsprechend, wenn jemand mitzocken möchte, gerne, gerne eine PN an mich schreiben, über Facebook am besten. Da bin ich immer am besten zu erreichen. Über YouTube ist das immer ein bisschen schwierig. Und dann können wir gerne Zeiten ausmachen. Und dann können wir mal gemeinsam zocken. Mein Twitch-Account ist übrigens auch unten hier verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn ihr da einfach mal reingucken möchtet, dann findet ihr da alle wichtigen Links zu diesem Video. Ja, eigentlich wollte ich jetzt, da Thief vorbei ist, gerne mit Dark Project weitermachen, weil sich das ja auch anbieten würde, die Geschichten von Garrett jetzt einfach wieder aufzunehmen. Das Problem ist, dass ich in dem Spiel immer noch nichts sehen kann. Es ist immer noch alles stockdunkel. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich, ich sage sehr oft dementsprechend, ich weiß. Deshalb werde ich wahrscheinlich das ganze Spiel nochmal neu spielen müssen. Also ich werde es auf jeden Fall so halten, dass ich das deinstalliere, nochmal neu installiere und dann, wenn ich es nicht gerade gebacken bekomme, die Speicherstände zu behalten. Dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich das ganze Spiel nochmal von vorne durchspielen muss, bis zu der Stelle, an der ich gerade bin.
Ich finde es einfach blöd, weil ich auch viel in dem Level nicht getan habe, was ich eigentlich gerne getan hätte. Und ich fände es einfach toll, wenn ich das Level vielleicht auch nochmal von vorne anfangen könnte. Nicht, dass ich jetzt die ganzen Türme nochmal durchgehe, aber den Hauptturm vor allem, da habe ich vieles, vieles einfach vergessen und das würde ich gerne nochmal von vorne beginnen dann. Ja, aber dafür wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil ich, wie gesagt, das Spiel erst gerne mal von vorne durchgespielt hätte und das Problem damit eventuell aus der Welt geschafft hätte. Ich hoffe es zumindest. Dann würde ich gerne noch das neue Minecraft-Projekt kurz ansprechen, das ihr, wie vielleicht schon bemerkt, auf meinem Kanal gefunden haben solltet. Das Minecraft Paradise-Projekt von Captain Lucky und Co. Da versuche ich auch regelmäßig jetzt Videos hochzuladen. Ich weiß, dass ich das noch nicht immer schaffe, weil ich an manchen Tagen einfach überhaupt keinen Bock habe aufzunehmen und an anderen Tagen dann einfach wieder mal keiner da ist und ich halt nicht immer nur alleine aufnehmen möchte, weil irgendwie passiert dann auch einfach kaum was. Und es artet immer nur darin aus, dass ich irgendwie vor mich hinlabere und das interessiert im Endeffekt sowieso keinen. So langsam füllt sich der Server aber. Wir sind mittlerweile zu neunt, wenn ich mich nicht ganz irre. Nicht alle hundertprozentig aktiv, aber wir sind auf jeden Fall neun Leute und man merkt so langsam, dass, wenn man auf den Server kommt, fast immer jemand da ist. Das heißt, es kann jetzt so langsam, aber sicher auch in regelmäßigere Videos übergehen. Der Server ist allerdings auch noch nicht ganz komplett. So vom Aufbau her. Natürlich, die Stadt wird noch aufgebaut, das ist gar nicht das, was ich meine, sondern wir suchen momentan nach einer Währung. Wir wollen in Minecraft Paradise ein Währungssystem einführen. Ich habe auch in einem oder mehreren meiner Folgen schon darüber gesprochen. Und das Problem ist allerdings, wir brauchen einen Namen für diese Währung. Ein Namen, sprich sowas wie Euro oder Cent. Das heißt, wir brauchen einen Namen für die große Währung, also Euro, und für die kleine Währung, Cent. Wir brauchen aber halt, wie gesagt, andere Namen. Wir können jetzt nicht einfach die Namen nehmen, die wir jetzt hier in der Real Life haben, sondern wir möchten gerne irgendwas haben, was in diese Welt reinpasst. Was auch so ein bisschen in diese mittelalterliche Welt reinpasst. Und deshalb findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu einer Abstimmung, wo wir sämtliche Namen zusammengetragen haben von Währungen, die wir momentan für sinnvoll halten oder auch nicht so sinnvoll. Ich meine, einige Namen finde ich so ein bisschen, ja, das sind einfach so Spaßnamen, keine Ahnung. Fände ich ein bisschen komisch, wenn die jetzt im Server landen würden. Aber egal, sie sind in der Abstimmung mit drin. Dementsprechend wäre es super, wenn ihr mal ganz, ganz kurz bei dieser Abstimmung vorbeischauen könntet, euch die Währung aussucht, die euch am besten gefällt vom Namen her und da ein kurzes Häkchen macht und auf Vote klickt. Dann können wir nämlich irgendwann per Abstimmung eine Währung festlegen. Die Abstimmung läuft noch bis diese Woche Sonntag und ab Montag wird dann hoffentlich die abgestimmte Währung bei uns im Server aktiv sein. Das wird auf jeden Fall noch eine sehr interessante Sache, glaube ich, und ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn das Ganze endlich Form annimmt. Und irgendwann wollen wir hoffentlich auch noch die Taverne einweihen. Also wir haben noch ein paar sehr, sehr coole Sachen geplant. Schaut ruhig ab und zu mal vorbei, unten in der Videobeschreibung von den Videos, nicht hier, sondern von den Minecraft-Videos. Ich kann euch die Playlist aber auch gerne mal hier unten verlinken. Also ihr findet die Playlist von dem Minecraft Paradise, von den Minecraft Paradise-Videos, findet ihr auch hier unten in der Videobeschreibung. Mein Gott, ich muss mir das Video nachher echt nochmal angucken, damit ich weiß, was ich alles in die Videobeschreibung packen wollte. Naja, gut. Dann schaut auch ruhig mal bei den anderen Jungs vorbei. Ich glaube, ich bin das einzige Mädchen auf dem Server. Schaut gerne mal bei denen vorbei. Die machen auch sehr, sehr interessante Videos. Und dann lernt ihr auch alle Leute mal kennen, weil in meinen Videos habt ihr, glaube ich, bisher nur Captain Lucky und Xeltaras LP kennengelernt. Von daher, ja, von den anderen hat man leider auf meinem Kanal noch nicht so viel gehört. Wie gesagt, schaut bei denen gerne mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen, Thief ist abgeschlossen. Weiter geht es jetzt mit Streams davon. Ich werde die auch immer vorher in einem kurzen Video ankündigen und ich werde sie auch auf Facebook ankündigen. Also, wer gerne meine Streams dann verfolgen möchte, am besten immer kurz hier die Abo-Box checken und Facebook checken, dann werdet ihr auf jeden Fall keinen Stream verpassen. Dann Perfect World geht jetzt auch endlich weiter. Dark Project muss leider noch pausiert werden, weil ich da noch die Probleme habe, die ich erst ausmerzen muss. Und
Wir suchen eine Währung für den Minecraft Paradise Server. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind alle wichtigen Informationen noch einmal zusammengefasst drin. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch, weil ich hier nun mal nicht so viel getan habe, außer vor mich hinzureden. Und ja. Ich bin leider noch nicht so furchtbar versiert darin, tolle Vlogs zu machen. Das ist mein erster Vlog mit Facecam und mein Tisch wackelt schon wieder. Deshalb ist das Bild jetzt schon scharf geworden, Manu. Ja, wie gesagt, das ist mein erster Vlog mit Facecam. Ich hoffe, es hat euch zugesagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Vlog oder beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Er hat den Faden verloren. Dementsprechend und so. Wisst ihr Bescheid. Ich werde das sowieso am Ende nochmal schneiden. Ich werde auch Outtakes haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Extra mein Bett gemacht für euch, ja. Die Themen, die ich ansprechen wollte. Also. Gott, was habe ich für einen Scheiß? Die Vögel machen mich verrückt. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört. Ihr findet euch auf meinem ersten Vlog mit Facecam wieder. Dementsprechend muss ich gucken, dass ich irgendwas tue, was euch irgendwie unterhalten, interessieren könnte. Oh Gott, diese Vögel, die machen mich verrückt. das Problem ist, dass ich immer noch nicht... Ich habe den Faden verloren. Verdammt. Okay, Moment. Wenn ihr lieber wieder die anderen Vlogs haben wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde das bestimmt umsetzen.